Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Montag, den 18.05.2020 und damit den ersten Tag nach Maiverfall und den Übergang in die zweite Maihälfte. Unser DAX hat zum Freitag hier ordentlich zur Seite gepustet. Also wenn man reinschaut, wie der eröffnet hat und wo er reingekommen ist. Wir haben ja schon so ein bisschen gesagt, ich hatte ehrlich gesagt sogar ein bisschen vermutet, dass wir unten rausgehen, ne? Dass wir gar nicht großartig auf der Oberseite aktiv werden können. So vom Bauchgefühl, ne, hatte ich gesagt, will ich ihn unter 3,80 sehen, aber ich will ihn auch unter 3,80 sehen. Macht er das unter 3,80, kann er dann locker wieder nach unten knallen, komplett auch bis runter knallen auf die 10,150 und tiefer. Sie haben es gesehen, die 3,80 hat er nicht nach unten genommen, ist ein bisschen stärker reingekommen, stabiler reingekommen, hat sich hier auch ganz gut zur Seite gehalten und dann so Stück für Stück für Stück weiter nach oben, trotzdem sehr, sehr seitwärts, eigentlich typischer Freitag, ne? Richtig, richtiges Schiebe gewesen, hinten raus, dann nochmal ein bisschen oben rausgeguckt, Wochenindikationen zuckt nun schon wieder ein bisschen zurück. So dass ich jetzt hier auch von meiner Route, was wir sonst eigentlich nicht so oft machen, aber tatsächlich auch mal ein bisschen was raus korrigieren würde. Denn das muss man hier ganz klar sagen, der ist etwas unter der Erwartung zurückgekommen. Also auch unter der bullischen Erwartung muss man schon sagen, das sieht hier ein bisschen schwächer aus. Auch wenn ich jetzt hier eine Trendlinie ziehen würde, ne, sehen Sie, das ist noch nicht so richtig durch. Von daher würde ich für Montag die Prognose jetzt doch etwas dezenter anfassen und eigentlich auch das hier rausnehmen wollen. Also da würde ich jetzt erstmal mich ein bisschen von distanzieren, das können wir vielleicht so zurückschieben. Sollte der DAX nämlich jetzt nach unten lostreten, sollte der auch hier unter der 430 wieder arbeiten, unter der 380, 430, 380, die bleibt wichtig. Gehe ich davon aus, dass wir uns zu guten und wieder nach unten schieben können, dass wir da auch ordentlich Tobak wieder reinbringen, ähnlich wie beim letzten Trigger, den können wir eigentlich so nochmal mitnehmen, dürfte DAX dann wieder hier nach unten wegtauchen, unter 430, 380, damit Warnsignale, Wochenendindikation lässt schon wieder ein bisschen Vorsicht aufkommen, auch wenn ich da noch gespannt bin, wie das dann aussieht. Kryptos stehen ja auch ganz gut jetzt übers Wochenende, die sind eigentlich an den Tagen, wo es den DAX Montag völlig zerschossen hat, gab es eigentlich auch immer Abverkäufe auf den Kryptowährungen, die ja auch schön übers Wochenende durchhandelbar sind, einfach weil, wenn Liquidität aus dem Markt gezogen wird, dann meist nicht nur an einer Stelle. Ne? Und so diese Mentalität, dass man sagt, auf Kryptowährungen wird investiert, weil die Crash solide sind, das hat sich ja nun, denke ich, in der Corona-Zeit auch gut gezeigt, dass das eher beides gleichzeitig runter und beides gleichzeitig wieder hoch ist. Ne? Gut. Also, Erwartungshaltung hier ein bisschen gemischt für den Montag. Das heißt, ich will es tatsächlich sehen. Ich will ihn unter 3,80, ich will ihn unter 4,30 sehen. Ist er darunter? Ist für mich dort so wie so eine K.O.-Marke. Ne? Also, ich denke, dass ich dann unter 3,80 auf jeden Fall eher zum Short greifen würde als zum Long. Will es sich dann bestimmt Stück für Stück weiter durchhangeln kann. Das kann dann bis 10,150, 10,100. Das kann bis 10.000, so knapp an die 10.000 ran. Denken Sie hier drin, hier links an die Punkte, dann auch 9,59 bis 9,850. Das sind dann alles schöne Ziele hier. Von der Formation her sehen wir hier ein bisschen was so einen leichten Touch von der SKS hat, ne? Wenn Sie sich das mal so anschauen. Also hier quasi die erste Schulter, dann den Kopf, dann eine zweite Schulter. Ne? Und da kann es sein, dass es sich jetzt hier auch die Nackenlinie müsste eigentlich hier stehen. Wir gucken mal, was das wird. Sieht auf jeden Fall ganz interessant aus. Also sollte sich in dem Bereich jetzt hier allerdings, ne, Sie sehen es ja auch, da haben wir schon zwei Boden. Eigentlich ist es schon fertig, das Ding hier. Hier haben wir einen Boden, hier haben wir einen Boden. Sollte er tiefer gehen, hätte er eigentlich die Spanne nach unten. Und dann wäre er schon eher in dem Bereich. Von daher, also ich würd mir den Bereich um 10.000 hier gut angucken. Fast an der eigenen Spucke gestorben. Gucken Sie sich den Bereich um 10.000 gut an. 10.000, ja auch die 10.100, wobei ich schon eher die 10.000, ich glaube, wenn der Markt läuft ja immer so, dass er ein bisschen im Kopf halt auch dreht, ne? Und das Drehen, das dazu brauchen wir so Signalpunkte, das kann man durch technische Bewegungen, das kann man aber auch durch Nachrichten erwirken, dass die Leute im Kopf sich drehen, und wenn der wieder vierstellig wird, das wäre durchaus ein Punkt, wo man sagt, na, das reizt jetzt die Leute. Ne? Das bringt jetzt Druck, bringt wieder Angst und bringt die Emotionen wieder ans Parkett. Und wo die Emotionen sind,
lässt sich dann auch auf Trading-Seite wieder leichteres Geld verdienen. Deswegen, wir gucken uns mal an, aber ich würde schon so sagen, unter 3,80 perspektivisch eher abwärts, durchaus bis in den Bereich hier unten noch, ne? Oberhalb müsste man allerdings nun auch sagen, Abwärtstrend, das wird dann irgendwann halt zu grenzwertig, als wenn ihr jetzt noch weiter hochtreibt. Glaube ich, dann war es das auch erstmal wieder gewesen hier von der Unterseite. Das heißt, wenn wir einen starken Montag sehen, einen starken Montag oberhalb von 10.600, würde ich schon sagen, muss man sich langsam wieder darauf einstellen, dass die ganze Rolle nochmal zurückgeht. Das heißt, wir laufen wieder hoch auf 10.37, laufen wieder hoch auf 10.900, gucken uns nochmal die 11.000 von oben an und vielleicht dann in unsere Zone um 11.500 rum. Ne? Also das denke ich schon. Deswegen nehmen wir hier das einfach alles mit. Und ich würde schon so sagen, oberhalb von 10.600 wird er dann wahrscheinlich relativ flockiger oben rauslaufen. Ja, also können wir eigentlich die Pfeile so mitnehmen. Damit sind die wichtigsten Punkte. Klar, dazwischen haben wir halt eine eher neutralere Lage. Ja, das heißt, alles, was dazwischen jetzt erstmal ist, im Zweifel mit Vorsicht zu genießen, im Zweifel eine Seitwärtsspanne einrechnen, einkalkulieren und planen. Ne, dass sie dann hier auch nicht im Seitwärts verlieren die meisten halt immer Geld. Ne? Das heißt, man muss sich da mal ein bisschen drauf einstellen, damit man hier nicht zum Loser der Nation dann wird halt. Ne? Weil der Markt oft an diesen Triggern rumspielt, dann bricht er nicht aus und läuft wieder in die Mitte zurück. Ne? Und die Leute sind dann wieder am Trigger long, stoppen sich in der Mitte aus, dann gehen sie unten short, dann stoppt sie in die Mitte wieder aus, dann geht er wieder oben ran, dann stoppt sie. Das ist so Seitwärtsphase halt. Ne? Deswegen da ein bisschen aufpassen, ein bisschen vorsichtig sein. Und wirklich gucken, hier mit dem Signal zu handeln. Gut, dann können wir noch kurz in die Woche reingucken. Das ist mir nämlich wichtig, denn die Wochenkerze, die wir jetzt hier haben, ist die wohl schlechteste Wochenkerze, die wir überhaupt seit Mitte März haben, seit Anfang März haben. Sie erinnern sich, hier ist Corona nach Italien gekommen. Ab hier unten gingen dann diese ganzen wirtschaftlichen Maßnahmen los, Einschränkungen, Sperrungen und so. Darauf ist der Markt erstmal deutlich nach oben gelaufen. Dieses ganze Zeug im Hintergrund, ich bereinige Ihnen das jetzt mal nicht. Sie nehmen das einfach nur zur Kenntnis, das können Sie jetzt erstmal ignorieren, diese ganzen Trend-Channel hier und Linien. Wichtig ist, hier unten sind die Leute davon ausgegangen, es fällt. Es fällt auf 7.000, 6.000 und so weiter. Hier oben haben alle Long gegen gehalten, weil es ja nur ein Schnupfen ist. Ne? So, hier unten wollten dann alle Short. Jetzt ist der Markt relativ weit gestiegen und jetzt haben wir jetzt so technisch betrachtet schon ein erstes Warnsignal, dass der Markt gegebenenfalls nochmal wieder wegknackt. So, und auf der Ebene, auf Wochenchart-Ebene, müsste man da dann tatsächlich sagen, haben wir hier durchaus dann Punkte, die da um 9.500 liegen. Wir haben hier ein unteres Band, was bei 8.200 liegt. Wenn er jetzt aus diesem Umkehrsignal, was ja durchaus eins ist, es ist jetzt kein regelkonformes Bearish Engulfing geworden, ne? Aber die Wirkung ist schon ähnlich, denn wir haben auch richtig nach unten, wir haben wirklich eine schwache Woche gehabt, das muss man sagen, von Anfang bis Ende. Auch wenn er sich Donnerstagnachmittag und Freitag noch ein bisschen hochgehalten hat, aber es war eine schwache Woche, da war wirklich Schwäche drin, da war ein bisschen Angst mit drin, da war Schwäche drin und so weiter und so fort. Das ist die schwächste Woche, die wir überhaupt hatten, seit diese ganzen Ausgangssperren gibt. Ne? Denken Sie da immer dran, das gab es noch nicht, als wir hier unten waren. Da gab es noch keine Ausgangssperren. Nur in China und Italien hat gerade angefangen. Aber alles, was in Deutschland und sonst wo war, gab es nicht. Ab da, wo es das gab, ist der Markt gestiegen. Ja? Und das sind jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Wochen. So, und in den letzten 10 Wochen waren die Nachrichten ausschließlich schlecht. Ne? Und der Markt hat sich deutlich erholt. Jetzt bekommen wir Entspannung, ne? Nachrichtenseitig. Die Zahlen gehen stark zurück, die Maßnahmen werden wieder gelockert, die Betriebe laufen alle wieder an. Deswegen habe ich immer, also ich habe schon immer gesagt, dass wir ab Juni, ne, ab Juni dann Gefahr laufen, in so eine zweite Welle reinzurutschen. Wenn die Leute wieder in der Normalität angekommen sind, alle aus ihrem Homeoffice wieder zurück sind, wenn sich einfach die Normalität wieder zeigt, aber diese Spätfolgen, diese wirtschaftlichen Folgen gar nicht mehr so griffig, so transparent sind. Ne? Und bin deswegen eigentlich immer davon ausgegangen, dass wir auch nochmal nach unten rutschen werden, aber eben ab Juni. Das ist jetzt so ein Punkt, wo ich sage, okay, scheiß auf die Tabelle, auf irgendwelche Kalender und was interessiert mich das Geschwätz von gestern. Ne? Wenn wir jetzt hier so eine Umkehrdinger sehen und der Markt springt drauf an, dann kann er natürlich das, was ich ab Juni sehen wollte, natürlich auch ab der Kerze schon machen. Es ist einfach eine Signalkerze halt. Ne? Es ist die schwächste Kerze, die wir jetzt hier seit Anfang März haben. Ne, im Prinzip die schwächste Kerze seit der 11. Kalenderwoche hier.
Ne? Und das sollte man zur Kenntnis nehmen, das sollte man achten. Das heißt, wenn sich der Markt schwach zeigt jetzt in der kommenden Woche, müssen wir im Grunde unten laufen lassen, weil er holt sich die Orientierung an der vorherigen Basiswelle und die gibt mehr als genug Zündstoff, dass das halt nicht bloß 100 Punkte nach unten werden. Also da gut aufpassen. Mir wäre wichtig hier der Bereich um die 10.000 dann auch nochmal rum, fällt da aber tiefer, gehe ich davon aus, dass wir sogar nochmal bis 8.8 oder gar 8.2 runter können in den nächsten Wochen. Also das war so und so. So ein bisschen meine These, die wir ja die letzten Wochen immer wieder gesagt haben, ne? Die wir eigentlich schon hier haben wir das gesagt, zum Märzverfall. Haben wir schon gesagt, wir gehen davon aus, dass der Markt jetzt erstmal erholt bis zum Juniverfall, ne? Der ist in 4 Wochen und dass er dann durchaus nochmal deutlicher zurückkippen kann und gegebenenfalls sogar ein neues Tief schafft, ne? Aber zumindest zurückkippen. Das heißt, wir sind jetzt hier sehr vorsichtig, gucken uns das mal an. Wie geht er jetzt schon? Das ist ja das erste Signal. Das erste Signal muss noch nicht das sein, was dann tatsächlich den Trend zum Kippen bringt, jetzt die Erholung zum Kippen bringt. Aber man sollte es schon ernst nehmen. Also das jetzt flach zu reden und platt zu reden und zu sagen, oh ja, da war mal kurz ein bisschen Schwäche im Markt drin, aber Notenbank, die kommt schon. Ja, also wenn die Notenbank kommt, dann sehen die Kerzen nicht so aus. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Die Erholung ist abgestorben. Die gucken sich die Dynamik von den grünen Kerzen an, die hat zunehmend abgenommen. Die grünen Kerzen sind immer kleiner geworden und jetzt werden die roten Kerzen immer größer. Ne? Sehen Sie das? Und das ist schon ein Punkt, wo man sagen muss, Vorsicht, da kann ein Trendwechsel anstehen, der von oben kommt, also von einer größeren Zeiteinheit. Und das sollte uns untergeordnet ein bisschen demütiger machen. Und das heißt, vielleicht nicht überall long gegen zu halten, dann halt, ne, wenn er fällt. Und das ist der entscheidende Punkt. Wenn er fällt, sollten wir nämlich hier jetzt nach oben durchstarten und auch hier über die 600 gehen, kann der DAX auch aus dem Tageschart heraus zum Beispiel das auch relativ schnell wieder entschärfen halt, ne, indem man sich hier zügig hochstellt. Ja, also es ist schon ein schmaler Grat und so würde ich aber auch die ganze Woche jetzt traden wollen. Dass ich schon sage, unter 430, 380 ist der DAX für mich ein starker Short-Kandidat, aber über 600 bin ich kurzfristig schon noch bereit, ihm nach oben Luft zu geben, um zu schauen, wie geht er jetzt mit diesem Wochensignal um. Aber immer wenn er wieder runterfällt, auch unter 430, 380, bekommt er von mir Risiko. Und ich meine, gucken Sie sich auch die offenen Gaps an hier bei 9,5, bei 8,8. Ne? Da ist alles, das ist schon noch, also runter kann er schon noch mal. Frage ist, ab Juni oder jetzt. Ja, aber ich würde sagen, wir nehmen das zur Kenntnis, das Signal, und wir sind gefügig. Ja, wir richten uns erstmal nicht danach, dass wir recht haben, sondern wir versuchen einfach mitzugehen. Mitzugehen mit dem, was kommt, und ja, ist oft die beste Entscheidung. Gut, dann soll es das soweit von meiner Seite sein. Also, wir haben im Blick, ne, wenn er drunter geht, wir haben die 600 im Blick. Und ich denke, das sind auch so das wird wahrscheinlich für die ganze Woche gültig sein. Und wir gucken uns mal an, ob er zum Montag schon ein Signal bringt oder ob er es noch ein bisschen aufschiebt, ein bisschen zur Seite hampelt. Aber Montag für einen schwachen Tag ist auch nicht so selten. Na? Und naja, passen Sie ein bisschen auf, seien Sie vorsichtig. Und dann drücke ich uns mal vielleicht sogar die Daumen, dass wir die Welle nach unten rauskriegen. Also ich glaube, das könnte noch mal ein bisschen interessant werden. Und denen, die natürlich schon volle Pulle in Aktien und ETFs drin stecken, denen drücke ich die Daumen, dass nach oben geht. Mir, am Ende ist es mir tatsächlich scheißegal. Das muss man ja auch so sagen. Als Trader ist es einem egal. Ob er steigt oder fällt, das ist uns Puppe. Aber unten raus macht es oft mehr Spaß und ist oft mehr Knack drin halt. Also die lassen sich leichter traden, die Bewegung. Die haben mehr Druck drauf, die laufen länger, haben schönere Rückläufe. Alles, was hoch zu ist, ist immer so punktuell und so nervig und so zäh. Ne? Und da hat man 9 Uhr auf dem Open, dann so eine 150-Punkte-Kerze nach oben oder auch ein krasses Aufwärtsgap und dann geht es den ganzen Tag nur zur Seite und elendig lang und bläh. Und das sind Aufwärtsmärkte. In Abwärtsmärkten ist das anders halt. Ne? Der kommt da rein und dann bringt der Stress und dann läuft er durch. Der macht dann schönen Rücklauf, zack, ran an die Marke und weiter runter. Ja, und deswegen tradet sich runter zu für die meisten einfach leichter als hoch zu. Aber ja, wir gucken, was kommt, machen das Beste draus. Ich drücke Ihnen die Daumen und ganz egal davon, wie Sie positioniert sind. Und wir sprechen uns dann einfach morgen nochmal. Dann haben wir vielleicht schon den einen oder anderen Trigger mal angeschnuppert. Bis dahin, viel Erfolg. Tschö.